Wer es heute schafft, den schnellsten Dragster, also das schnellste Auto auf der ganzen Welt zu bauen und beim Rennen dreimal zu gewinnen, gewinnt heute 500 Euro. Es entscheidet sich zwischen Steinsgar, Crimex und mir, Freunde. Es sind mega, mega heftig. Wir bauen so heftige Fahrzeuge. Max, richtiger Bubi, was er gebaut hat. Aber lasst euch mal gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr davon mehr sehen wollt. Checkt einfach noch mein Merch aus, Freunde. Links in der Beschreibung. Und jetzt Abfahrt. Alles klar, Freunde, wir werden jetzt auf jeden Fall den heftigsten Dragster bauen, das schnellste Auto in ganz Trailmakers. Es wird unnormal, Freunde, ich sag's euch so, wie es ist. Und ich würde sagen, wir machen das Ganze jetzt erstmal so, dass wir ganz kurz jetzt hier den Rahmen erstmal so, glaube ich, bauen, ne? Weil ich glaube, so ist es relativ gut. Da hat man hier, zack, Freunde, machen wir erstmal so ein bisschen weiter. Okay, hier, dann in diese Richtung machen wir das Ganze auch nochmal ganz kurz. Das heißt, hier hauen wir nochmal ganz kurz diese Teile hin und nochmal 1, 2, 3, 4. Okay, und ich glaube, jetzt können wir sogar schon so anfangen, dass wir so richtig so die Düsen und so aufbauen. Weil dafür müssen wir auch erstmal die ganzen Reifen haben. Das heißt, hier brauchen wir am besten hier diese Dragster-Reifen. Ich glaube, die sind dann auch noch am besten, dass wir hier, zack, genau diese Reifen. Obwohl, die Dragster, die sehen ein bisschen so groß aus, ne? Kann man auch so einen Rennsportreifen nehmen? Ja, genau, man kann auch Rennsportreifen nehmen. Und die einfach jetzt hier so randingsen. Genau, hier kommen wir jetzt quasi ran. Und dann auf der Seite machen wir auf jeden Fall auch nochmal ganz kurz diese Reifen hin. Aber mit einem ganz entspannten Lenkschein hier, Freunde. Ihr wisst auf jeden Fall, wie das alles hier funktioniert. So, also jetzt ist natürlich das Ding ein bisschen breiter als gedacht. Das ist aber auch kein Problem. Dann machen wir hinten einfach nochmal eine kleine... ich überlege gerade. Ah, nee, komm, wir machen das so jetzt hier enger zusammen. So hinten, ich weiß jetzt nicht, warum sich das jetzt hinten gerade noch bewegt hat. Keine Ahnung, ob es jetzt hier so aussieht. Wir bewegen das mal ganz kurz wieder hier zur Seite. Ist schon sehr lang gezogen, aber auch kein Problem. Wir brauchen jetzt natürlich auch erstmal den heftigen Motor. Und da, Leute, geht es auf jeden Fall hier ordentlich ran. Das haben wir hier ganz kurz mal gucken jetzt hier. Leistung 3300 steht jetzt auch, ne? Also hier haben wir auf jeden Fall die ganz, ganz schnellen Sachen am Start. Ich glaube, Drachenmotor und dennoch diese Schubdüsen, der ist ja Drachenjet. Ich glaube, das sind dann diese richtig, richtig heftigen Sachen. Hier ein sehr leistungsstarker Jet-Turbine, alles klar. Ich würde sagen, wir machen das jetzt so. Der Drachenmotor, der kommt jetzt hier erstmal überall... Oh, das ist nicht der Drachenmotor, sondern hier. Der kommt jetzt erstmal hier überall ran. Das heißt, das Ding drehen wir jetzt erstmal... Ich hoffe, das ist auch die richtige Richtung, ne? Oder muss das in die Richtung, Freunde? Und der kommt jetzt hier erstmal ein paar Mal hier so rauf. So, das heißt, hier geht es auch noch weiter. Das heißt, hier kommt der Drachenmotor auch nochmal weiter rauf. So, zack, zack, zack. Und zack. So, testen wir jetzt erstmal ganz kurz aus. Ja, ist noch relativ langsam. Also ich glaube, das Ding ist auch falsch. Ich glaube, die sind auch falsch herum, ne? Das kann, glaube ich, auch sein, dass die Dinger falsch herum sind. Also, ich weiß noch nicht, warum diese kleinen Schubteile noch relativ... Also, die sind noch irgendwie langsam. Vielleicht brauchen wir nochmal diesen Drachenjet. Also, wir haben jetzt diese ganzen verschiedenen Drachenmotoren. Vielleicht sollten wir die auch eher mehr nach vorne packen. Das heißt, hier können wir so mal ganz kurz die Drachenmotoren hin. So, eins, zwei. Und dann nochmal so hier. Zack, wieder ein paar hin, Freunde. So, alles Ganze kopieren. Okay, auf der Seite kopieren wir auch nochmal ganz kurz. Und zwar dahin. So, und jetzt machen wir es, glaube ich, so, dass wir hier vorne natürlich auch wieder diese Drachenjets haben, aber dann ab hier die Schubdüsen hinpacken. Dass wir sagen, okay, wir haben natürlich auch nochmal ein bisschen mehr Speed. Das heißt, hier kommen auf jeden Fall jetzt nochmal diese Drachenjet-Teile hin. Die drehen wir dann auch nochmal ganz kurz hier. So, zack, Freunde. Und die werden jetzt natürlich auch hier heftig hingesetzt. Das heißt, hier, zack, so und so. Okay, testen wir jetzt mal ganz kurz das Ding aus und... Hey! Vielleicht brauchen wir vorne nochmal diesen Bulldog-Motor. Kann natürlich auch sein, dass wir hier vorne mal ganz kurz den Bulldog-Motor hinhauen müssen. Zack, hier hin. Und der wird auf jeden Fall jetzt auch nochmal ganz kurz kopiert. Und zwar wieder hier hin, so. Und vielleicht ist es... Ja! So will ich das nämlich sehen, Freunde. So will ich das nämlich sehen. Also jetzt... Oh ja, jetzt ist das Ding auf jeden Fall schon mal ordentlich schnell am Start. Also... Oh. Okay, es kann auf jeden Fall... Ey. Okay, okay, pass auf. Wir bauen das ganze Ding weiter. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier schon mal ordentlich was an Fortschritt gemacht. Das heißt, wir hauen das ganze Ding nur ein bisschen mehr voll. Und zwar machen wir es ganz leicht. Wir machen jetzt so hier die Rahmen nochmal ran, oder? Dann machen wir... Warte mal ganz kurz. Wir können, glaube ich, noch ganz coole Teile ranmachen, ne? Das heißt, hier kommen jetzt erstmal diese Aerodynamikteile nochmal weiter ran, dass wir nochmal ein bisschen schneller werden. Also hier vorne ganz kurz ein kleines Aerodynamikteil ran. Auf der anderen Seite dann auf jeden Fall auch noch genauso. Das Ding wird natürlich jetzt auch nochmal ganz kurz hier gedreht. Das müssen wir natürlich mal einmal ganz kurz so drehen, nach unten. Und dann kommt es hier vorne auch schon mal ran. Okay, das eine ist ein bisschen zu hoch. Das machen wir nochmal tiefer. So, also wir wollen natürlich auch das Ganze voll haben mit Aerodynamik. Das heißt, wir machen das Ganze jetzt nochmal weiter, dass wir jetzt so so ein kleines Keilding, glaube ich, nehmen. Ja, so ein Teil vorne sieht doch eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, oder? Wenn wir jetzt hier nochmal ganz kurz so ein kleines Teil dann noch hier oben rauf machen, und zwar
ich sage jetzt mal hier so ein Teil, sieht das, das sieht jetzt nicht so gut aus. Aber so sollte es auch sogar eigentlich schon mal relativ gut gehen, wenn wir jetzt natürlich hier vorne mal ganz kurz gucken, dass wir, ja, die Teile nochmal ein bisschen besser machen. Ich würde sagen, wir machen das Ding nochmal ab und drehen vielleicht das Ganze nochmal hier. Das heißt hier, wir nehmen das Ding und drehen das nochmal von der Achse her. Und packen das dann genau so jetzt hier ran. Und dann das Ding wieder kopieren, Freunde. Und zwar zack, einmal ganz kurz kopieren. Und das denn hier wieder ran machen. Eieiei, okay, das lässt auf jeden Fall echt schnell aussehen, ne? Das heißt, das Ding, die beiden kopieren wir jetzt hier rüber. Drehen die mal ganz kurz. Drehen die mal ganz kurz, meine ich so. Das heißt, hier kommen die jetzt ganz entspannt hier rüber, Freunde. Okay. Und macht auf jeden Fall schon wieder ordentlich was her. Wir müssen natürlich auch mal ganz kurz noch hier an den Rahmen denken, dass wir hier vorne nochmal was reinpacken. Und zwar genau hier. So, hier kommen auch nochmal ganz kurz der Rahmen rein. So, und dann müssen wir gucken, dass wir dieses so ein bisschen aufrechterhalten, diese Form. Das heißt, ich würde sagen, wir machen mal ganz kurz diese Teile hier nochmal vorne ran. Und zwar genau hier. Genau, hier setzt du ran. Okay, sieht auf jeden Fall auch echt gut aus. Jetzt machen wir die Teile auch nochmal kopieren und dann auch nochmal hier ran. Okay, doke. Und alter Schwede, es sieht auf jeden Fall schon mal echt mega, mega nice aus. Ich würde sagen, so kleine Boost-Teile, die kommen dann auf jeden Fall nochmal hier irgendwo am besten rauf. Ich will gerade, wir müssen auch noch einen Spoiler haben, ne? Ich glaube, wir brauchen auch noch einen Spoiler. Und, guck mal, können wir noch so kleine Schubdüsen? Warte mal, wir haben noch so eine Mini-Schubdüsen, ne? Die können wir, glaube ich, auch hier so ranpacken. Dass wir sagen, ja, genau. Und die können wir jetzt hier auch noch so rauf machen. Die müssen natürlich noch in die andere Richtung. Aber ich glaube, warte mal, da machen wir doch lieber diese heftigen... Oh, diese Jet-Turbinen sind, glaube ich, zu heftig, oder? Ich glaube, die Jet-Turbinen sind zu heftig. Aber können wir vielleicht den Drachenmotor... können wir es da ran machen? Nee, ne? Ich glaube, ne. Das können wir leider nicht mehr ran machen. Da müssen wir hinten nochmal ganz kurz gucken, was wir noch mit dem Spoiler mäßig machen. Weil wir müssen natürlich auch noch einen heftigen Spoiler haben. So, hier oben das Dach. Na klar, da muss auch nochmal so ein bisschen Aerodynamik ran. Ich würde sagen, wir machen wir am besten nochmal hier so ein Teil dahin. Geht das? Ah, sieht nicht so gut aus. Ich glaube, so sollte das eigentlich ganz gut sein. Vor allem, wenn wir noch hier das Ding noch hier runter machen können. Genau. Und jetzt können wir quasi noch eine zweite Etage bauen. Ich meine, wir machen das jetzt einfach ganz kurz so, dass wir jetzt hier die Rahmen nochmal erweitern. Das heißt so, erweitern, erweitern, erweitern. So, und dann kommt oben nochmal eine weitere Etage rauf mit nochmal weiteren Schubdüsen. Also das wird, oh Leute, ey. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, mega, mega heftig. Das heißt, hier vorne haben wir jetzt nochmal ganz kurz so Schubdüsen. Ich würde sagen, wir machen das Ganze jetzt so, dass wir hier wieder Drachenmotoren und zwar zwei Stück hier hinstellen und den auch noch einmal ganz kurz drehen. Und jetzt können wir den auch nochmal kopieren und jetzt kommen nochmal hier ganz kurz zwei Schubdüsen, also so ein Drachenjet kommt auf jeden Fall nochmal hier oben rauf und nochmal kopieren. Und alter Schwede, wie das jetzt hier aussieht, Freunde. Holy moly. Das Ganze müssen wir natürlich auch nochmal hier oben rauf kopieren. Das heißt, hier nehmen wir jetzt nochmal so die Teile mit und das kopieren wir und packen jetzt auch noch genauso hier vorne hin. Am besten irgendwie, dass es auch noch passt. Das heißt, hier nach unten. Und jetzt muss es nur irgendwie angeschlossen werden. Ich überlege gerade nur am besten, wie. Also ich glaube dafür, ja, obwohl das klappt, glaube ich, gar nicht so gut, ne? Ja, dann müssen wir jetzt mal ganz kurz gucken jetzt hier, dass wir nochmal so einen Rahmen hier hinbauen. Ich glaube, hier einfach noch ein bisschen so ein Drachenmotor hin oder so, könnte das, glaube ich, alles ganz schön heftig machen. Das heißt hier, zack, der Drachenmotor ist am Stissel. Das Ganze auf jeden Fall nochmal hier in die Richtung auch nochmal. Und jetzt haben wir eigentlich schon ganz schön viele am Start. Also es ist natürlich noch gerade ein bisschen blöd da oben gemacht. Ich würde sagen, wir machen das sogar so, dass es einfach hier Aerodynamik nochmal oben wird. Also, ja, hat leider nicht so ganz funktioniert, wie ich mir es gedacht habe. Das heißt, wir machen das jetzt lieber so, Freunde. Wir hauen jetzt hier, weil Aerodynamik ja auch sehr, sehr wichtig sein muss, hauen wir jetzt hier so ein richtig langes Teil hier ran. Das heißt, ein Teil so und noch ein Teil so. Und dann kommt das hier wieder weg und dann kommt direkt schon das nächste Teil wieder ran. Das heißt, ein Teil so und ein Teil so. Und dann so einen ganz kleinen Rahmen hier oben, zack, rauf. Und dann, ja, ist halt die Frage, ob das Teil schon schnell genug ist. Gucken wir mal ganz kurz, wie das im Test ist. Ja, nee. So, Freunde, jetzt haben wir schon mal ein paar Düsen erweitert. Das heißt, wir können jetzt das Ganze so machen, dass wir jetzt hier, zack, Schubdüsen auf diese Seite, Schubdüsen auf diese Seite und jetzt machen wir hier nochmal eine kleine dritte Etage mit unseren Sachen. Also hier, zack,
Zack, dass wir das alles mal ein bisschen erweitern. Ein paar mehr Motoren haben. So, hier einmal ganz kurz die Drachendüse in die Mitte schallern, Freunde. Okay, das heißt, wir haben nochmal eine kleine dritte Etage. Und hier müssen wir natürlich auch nochmal ganz kurz die Sachen ein bisschen erweitern. Das heißt, hier machen wir das Ganze so. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen weitergebaut, Freunde. Das heißt, hier haben wir das Ganze nochmal ein bisschen mehr verlagert. Ich würde sagen, wir hauen nochmal ganz kurz die Drachenteile auch nochmal hier vorne. Und zwar genau hier rein. Und zack, zack. Und ja, das sollte schon passen. Dann gucken wir jetzt mal ganz kurz. Okay. Okay, okay, okay. Das Teil, Freunde, das Teil wird mega, mega schnell sein. Eieieiei. Das ist doch schon mal mega, mega gut. Also, es bedeutet jetzt, dass wir unseren Wagen schon echt schnell fertig gemacht haben. So. Und jetzt heißt es eigentlich nur noch, so ein bisschen, so einen Spoiler noch zu machen, Freunde. So einen kleinen Spoiler. Ja, Jungs, ich bin jetzt auch fertig mit dem Auto. Okay, dann kommt mal ohne Auto kommt er jetzt bitte hier zur Rennstrecke. Okay. Ich würde sagen, ich will noch mal kurz anmerken, wir hatten ja keine Begrenzung von Motoren, Düsenantrieb oder sonst was gehabt. Also ich will jetzt gerade gleich kein Geheule holen hören, wenn ich euch abziehe. Alter, hey, denkt dran, die Schnelligkeit entscheidet hier bei dieser Challenge und ich will, dass der Erste, der sein Auto zeigt, iCrimex ist. Okay, okay, dann zeig mal dein Auto, aber Max. Ich sag nur kurz, ich habe nicht so ganz übertrieben mit Motoren, aber ich bin optisch geisteskrank. Ja, optisch ist okay, aber optisch ist cool, Digga, aber es geht hier um Schnelligkeit, das Digga, weißt du, ne? Also du hast 4 Motoren eingebaut. Ja, aber ja, es sind 4 starke Motoren. Digga, der performt gut, ne? Ja, ey, ganz ehrlich, ihr könnt von mir auch 10 Motoren haben, aber wenn ihr die Traktion nicht auf die Straße kriegt, dann habt ihr gar nichts davon. Ich sag, okay. Kann ich mal kurz mit der Karre eine Runde fahren? Ja, dreh mal eine Runde. Okay. Bro, ich sag dir ganz ehrlich, ist das eine 25er-Karre? Ist das so 5? Ist das eigentlich, oh, ist ein Rollermobil? Digga, boost doch mal. Bro, das ist das Schrottauto schlechthin, wirklich. Also ich muss sagen, es sieht gut aus. Also es sieht gut geil aus. Aus. Optisch gesehen hätte es wahrscheinlich auch gewonnen, aber ich sag dir ehrlich, ich habe leider den Spoiler nicht gefunden. Leistung, Schmutz. Ja, dann zeig Leistung, mir. Schmutz. Rox, ich bitte dich, also, der Nächste, der sein Auto mach zeigt. Mach mal einen Schritt zurück. Schritt zurück für mein schnelles, langes Formel-1-Auto. Boah, Alter. Das besteht ja nur aus Motoren. Also ich habe nicht so viel Wert auf Optik gelegt, ein bisschen. Aber ich habe viel Wert auf Aerodynamik gelegt. Boah, das ist geil, Digga. Und das halt ist auch ordentlich Turbo und sowas, ne? Kann also, ich mal reinsetzen? Ich will mich mal reinsetzen, na kurz. Klar. Ey! Oha, Digga, oha, oha. Ey, ja, ja, ich sag dir, es wird ein enges Ding. Es wird ein enges Ding. Ja, aber ich muss auch ehrlich sagen, wir haben Dragster gesagt. Aber ja, gut, okay, wenn das ist doch ein Dragster. Ja, stimmt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also gut, nur weil man jetzt keine fetten Reifen hinten hat? Ich sag ehrlich, nicht schlecht, aber jetzt kommt mein Auto. Oh Gottes Willen, Digga, der zieht ja anders. Ja, ja, ich also das wird deutlich, ich glaube, das wird ein sehr, sehr spannendes Duell zwischen mir und Brox, glaube ich. Ich glaube nicht, dass Max da mithalten kann. Also Max muss sagen, also Dragster-mäßig sieht das schon halt aus wie so ein Dragster. Ne? Vor allem, was sind das überhaupt für Stangen da? Ja, ich habe wegen Gewichtsverlagerung, vorne und hinten ist Gewicht. Lol. Ich habe mir schon was dabei gedacht, so, aber ich hätte, ey, ich bin auch dumm, warum denke ich nicht noch dran, noch mehr Motoren einzubauen? Ich sag ehrlich, von der Aerodynamik, ich sag von technischen her, ist, glaube ich, Max sein Auto ganz nice, aber von der Geschwindigkeit. Ja, dann zeig du jetzt mal ein Auto, ich will jetzt mal sehen, was du für ein Auto hast. Ja, okay, nimm mal bitte ein bisschen Abstand. Ja, jetzt bin ich gespannt, er hat so ein 800 Meter Mobil. Yo! Ja. Alles klar, Digga. Kann ich euch mal kurz mal einen Vorgeschmack geben? Yo. Hä? Zieh mal los. Das ist aber gar nicht so schnell. Ja, wer weiß. Okay. Ja, es dauert ein bisschen, bis die Düsen chat. Alter, wie viel Rauch, Alter. Du hast eine richtige Höllenmaschine gebaut. Was sagt ihr zu dem Auto? Also ich habe damit eine Höchstgeschwindigkeit erreicht. Ich bin nicht drüber gekommen. Egal, wie lange ich es gebaut hätte, höher ging nicht. Eigentlich ich habe meine gar nicht getestet, muss ich sagen, meine Höchstgeschwindigkeit. Ich muss einfach jetzt hoffen, dass mein Wagen schnell genug ist. Ich weiß gerade nur, dass gerade noch ein paar Drachenmotoren bei mir rein. So ein Ding ist. Ey! Das gibt schon Minuspunkte. So, wir stellen jetzt mal kurz alle Autos nebeneinander, bitte. Ja, okay. Dass wir einen kurzen Überblick haben, Leute. Und dann wird es das finale Rennen geben. Wir werden dreimal hier die Strecke fahren. Und am Ende, wer am meisten gewonnen hat. Okay, drei, erste Rennen geht los. 2, 1. Yo! Oh nein! Ja, nein, ich brauche 2 Reifen! Alter, erste Runde gegen mich.
Ja, ich musste lenken, Mann. Oh. Ich musste lenken, deswegen bin ich auch so sehr, sehr gefährlich. Brock's mega gefährlich. Kommen wir mal alle zurück hier, Jungs. Max hat einfach IVG, Digga, in Vergessenheit. Ja, Max habe ich nirgends gesehen. Digga, ich bin einfach rausgeflogen. Wie rausgeflogen? Ja, ich habe den gar nicht unter Kontrolle gehabt von der Lenkung. Abfahrt! Yo! Oh, was? Hau rein! Wie viel kmh hattest du gehabt? Ich hab gar nicht drauf geachtet. 7,31, zweites Rennen geht an Brox. Max mit 11,61 hinten. Okay, Leute. Das ist doch gestört, was bei euch abgeht, Digga. Das ist jetzt das letzte Rennen. Ja, jetzt entscheidet. Also jetzt wird's heftig, Digga. Wer gewinnt? Nee, du baust jetzt nicht nochmal. Ey! Jonas Heller ist das Umbauen. Ey, er baut! Ich muss kurz das Umbauen hier. Nein, Werkstatt. Leute, Werkstatt. Hallo. Boxenstopp kurz. Ich hab den Defekt gehabt am Auto. Ey. Oh mein Gott, Alter. 400 km. Ich dachte, 7,8, du hast sogar nochmal verbessert. Ja. Ich sagte ehrlich, ich dachte, die Jets ist die Meta, aber eigentlich nur Motoren. Ja, also man hätte nur Motoren nehmen sollen. Die sind wirklich. Scheiße, Leute. Wollen wir mal rückwärts machen noch einmal ganz kurz hier? Renn rückwärts. Ja. Du hast dann. Okay, warte. Yo! Ey, das gibt's doch nicht! Yo! Hä? Aber ich bin bei 350. Yeah! Rückwärts geschlagen! Zu krank, Leute. Die Runde geht heute leider an Brox, Leute. Das soll's gewesen sein. Tschö mit Ö! Yeah! Das soll auf jeden Fall von dem Video gewesen sein. Wenn es dir gefallen hat, auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Und check mir noch meine beiden Videos hier aus. Einfach draufklicken. Check nochmal Merch aus in der Beschreibung. Und haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.